Das Flutlicht scheint, die Raute thront. Es ist alles angerichtet für den zweiten Test der B-Junioren des HSV. Nach dem 5:1-Sieg gegen Holstein Kiel empfangen sie den VfL Bochum. Die Rothosen sind derzeit Tabellenführer in der Nord-Nordost-Division der Bundesliga, doch Hertha BSC lauert mit einem Punkt Rückstand. Die Bochumer sind von diesen Plätzen weit entfernt. Platz 26 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze in der Bundesliga West. Die Rothosen starten in den roten Hosen von rechts nach links. Das ist Andresen. Die Flanke auf Dahir Silay. Der hat gegen Kiel zweimal getroffen. Hier endet die erste Chance für die Hamburger in den Armen von Tjaak Ernst. Mit 44 Toren stellen die Hamburger die drittbeste Offensive ihrer Liga. Auch hier sind sie im Angriff überlegen. Das ist Paschke. Ganz knapp am Tor vorbei. Dann kommt diese Aktion. Ernst schlägt den Ball in die Hamburger Offensive. Krane auf Dahir Silay zum Ersten. Der Ball wird abgeblockt. Eine Chance gibt es noch und die nutzt der dreifache Ligatorschütze Abes Dahir Silay mit dem 1:0. Der Ausgangspunkt ist dieser Abschlag von Ernst, der genau auf einen Hamburger kommt. Danach spielt der HSV das gut und routiniert zu Ende. Eine verdiente Führung nach 10 Minuten. In der Folge entwickelt sich ein unterhaltsames Fußballspiel, denn auch der HSV macht Fehler. Dua rutscht im nassen Kunstrasen aus. Gassimo holt sich den Ball wild zu viel und eröffnet Bochum den Überzahlangriff. Schulte Albert mit der großen Gelegenheit. Aber das lange Eck wird zu lang für den Bochumer Mittelfeldmann. Mitte Februar geht es für beide Mannschaften in der Liga weiter. Bochum reist zum BVB, der HSV ist in Chemnitz zu Gast. Die Weichen für die Rückrunde sollen gelegt werden. Spielerisch ist der HSV den Bochumern überlegen. Andresen mit dem Pass auf Dahir Silay. Doch der Abschluss ist zu schwach, um Tjaak Ernst zu überwinden. Im Gegenzug zeigen die Bochumer, dass sie Angriffe richtig schön ausspielen können. Kaba auf Demirel, der mit dem Lupfer Richtung Tahiri. Der rennt bis zur Außenbahn, bringt die Flanke rein auf Schröder. Der hat Platz, versucht es. Doch Medipur klärt den Ball zur Ecke. Zum Ende der ersten Hälfte hin machen die Bochumer dem HSV ganz schön zu schaffen. Dann kommt Voigtmann mit dem Fehlpass. Wieder ist Schröder am Ball, das muss er machen. Doch Voigtmann bügelt seinen Fehler aus. Und wie er das macht, so katastrophal dieser Fehlpass ist. So phänomenal ist seine darauffolgende Parade. Doch Voigtmann ist weiterhin gewarnt. Die Taktzahl vor seinem Tor nimmt zu. Bochum nimmt das Offensivzepter in die Hand. Robin Schulte-Albert sieht Kaba in der Mitte. Der Ball fliegt vorbei. Die Rothosen können zunächst klären. Doch Peters holt sich den Ball. Der hält drauf und lässt Voigtmann keine Chance. Ein Wahnsinnstreffer. 1:1 kurz vor dem Seitenwechsel. Erik Peters zaubert im Schatten der Raute. Diesen Treffer führen wir uns nochmal aus der Hintertorkamera zu Genüge. Kein HSV-Spieler ist bei Peters. Somit ist die Bahn frei für den Ausgleich. Mit diesem geht es dann auch in die Halbzeitpause. Der HSV zeigt sich nicht beeindruckt. Dahir Silay mit der fantastischen Weitergabe auf Busiskovic. Der ist neu reingekommen und sorgt direkt für Trubel. Aber Ernst macht das kurze Eck zu und verhindert die erneute Führung für den HSV. Der macht wiederum Ernst und er spielt sich große Spielanteile zu Beginn der zweiten Halbzeit. Der Angriff über die linke Seite. Apia versucht es mit der Hacke. Dahir Silay und Köberer rasen allerdings am Ball vorbei. Der VfL ist fast nur über Standards gefährlich. Eckball auf Boboy. Der Ball segelt knapp über den Kasten von Steven Folimensa. Der HSV im Gegenzug. Flanke in die Mitte. Das Gupta blockt mit dem Kopf ab. Der Ball ist aber immer noch gefährlich. Dahir Silay versucht es. Aber Ernst ist zur Stelle. Nächster Angriff. Köberer versucht sich im 1-gegen-1-Duell gegen Petrit. Der stellt ein Bein raus, das nutzt Köberer und holt den Elfmeter raus. Der Schiedsrichter ist sich sofort sicher. Und so hat Dahir Silay erneut die Chance zur Führung. Doch erneut findet er in Ernst seinen Meister. Der Schuss zu berechenbar und zu einfach für die Nummer 1 der Bochumer. Bis auf den Patzer zum 0:1 macht er ein gutes Spiel im Tor für den VfL. Die letzten Minuten laufen, so wie der Angriff des HSV. Andresen zieht zunächst in die Mitte, doch die ist besetzt und so muss der Ball wieder auf die rechte Seite. Dort steht Diedio, der mit der scharfen Flanke auf Busiskovic ein Stück zu scharf. Der Ball fliegt am Tor vorbei. Die Bochumer können mit dem Ergebnis zufrieden sein. Sie versuchen noch einen Angriff, aber der artet in einen Konter für den HSV aus. Apia mit der letzten Gelegenheit. Doch der Nemesis des Abends heißt Tjaak Ernst. Seine Paraden sorgen dafür, dass Bochum mit einem Unentschieden zurück in den Ruhrpott reist. Sie haben es den dominanten Hamburgern zeitweise sehr schwer gemacht. Ilija Akwasi-Kran gebührt das letzte Wort des Abends. Seine Analyse am Mikrofon von Christian Oldendorf. Ja, es war ein gutes Spiel von uns. Wir hatten viel Ballbesitz, waren dominant. Haben auch früh das 1:0 geschossen, hatten auch viele Torchancen.
Unglücklich kriegen wir dann das 1:1. Trotzdem waren wir dennoch dominant und haben alles versucht. Wenn wir die Chance nutzen, gewinnen wir das Spiel auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.